Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII. Währenddessen wir Hilfe und Unterstützung für Sektor 7 angeboten haben, sind wir auf das Geheimlabor von Shinra gestoßen. Derzeit wuseln wir dann noch durch die Gegend und wissen nicht wohin, aber das Ganze führt zu einem Punkt, der wirklich, wirklich geil inszeniert wurde und den werden wir heute erreichen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ganz schön viele Stufen. Hallo ihr! Zuerst die kleinen Viecher. Na, sehr scharf. So, dann machen wir direkt mal ein wenig Credo. Zack. Auf die reduziert. Das ist das kleine Viech. Ich habe ich besucht. Ach gut, der ist jetzt weg. Lass mich, ich bin Fernkämpfer. Ich darf das. Okay, Tifa. Machen wir ein bisschen Blitz da. Nicht mehr entkommen, schade. Aber ich glaube, ich kann das Credo nur einmal im Kampf einsetzen. Tifa, mach nochmal Blitzding ins Kiechens. Sägeblatt. Das tut weh. Da geht noch was. Okay, Schockschuss gegen Serra. Komm, wir sehen wir ein bisschen Serra an. Zeig mir eine Kraftprügel. Oh, Alter, was soll denn das jetzt? Okay, komm. Hat schon Vorarbeit geleistet. Das tut weh. Wie das? Sein Avalanche-Credo ist immer noch aktiv. Nein, 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 nein. So, weil dann können wir jetzt einfach ganz easy alle heilen. Aha, aua, aua. Achso, ich bin ja gar nicht Barrett. Und ich versuche zu schießen. So, machen wir auf Hochtouren. Und Barrett... Heil dich doch einfach selber, ganz ehrlich. Ich hab einfach nicht genug trainiert. Ich denk nicht dran, dass ich nicht Barrett bin, ey. Okay, auf Hochtouren. Oh, linke Sägeblatt schon wieder. Wieso wählt er das automatisch aus, ey? Okay, Barrett. Ich bin nicht Barrett, Mann. Muss näher rangehen, Zero. So, Barrett. Heile dich nochmal selber. Jetzt bin ich richtig sauer. Und ich mach nochmal Blitzra gegen Serra. Au, au, au. Was soll das denn? Okay, Fähigkeiten: Avalanche Credo. Wir machen als nächstes Gebet. Au, 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 au. So ist der Serra so stark. Geht das noch? Nicht aufgeben. Ja, haut hin. Vielleicht habe ich meinen Limit Point. Hör auf, gegen das Segelot zu schlagen. Okay. Über meine Grenzen. Ich weiß, ich habe mein Ultimate bereit, aber ich warte da noch ein bisschen drauf. Immer vorsichtig bleiben. Barrett, würdest du bitte den Schockschuss machen? Nein, nicht gegen Sägeblatt. Okay, Limit. Nein, gegen Serra. Meine Fresse. Muss auch immer so schreien. Hoffentlich geht es Wedge gut. Mach dir keine Sorgen. Wedge ist hart im Nehmen.
Bestimmt macht er nur irgendwo in der Ecke ein Nickerchen. Ja, wenn wir wieder zu Hause sind, müssen wir ihn ordentlich aufpäppeln. Aus dem Weg! Okay, machen wir mal ein bisschen Vitra. Fühl mich wie neu geboren. Lass mich in Ruhe, Mann! Mit dem Tanz des Todes. Auf die 12! Jetzt geht's erst richtig los! Komm schon! Ach ja, Barrett. Was kannst du eigentlich? Ja, komm, machen wir's. Yay! Wir haben's geschafft. Es ist vorbei. Wir müssen es nicht mehr machen. Wir können die Waffe wechseln, endlich. So, jetzt kommt der Knallprotz. Aber erst brauchen wir auf jeden Fall einen Materia-Slot. Und dann können wir das auf jeden Fall machen. Nur zwei? Ein zusätzlicher Materia-Slot. Haben wir ihn doch schon. So. Können wir nicht alles wieder mitnehmen. Magische Attacke. TP Maximum. TP Maximum. TP Maximum. Yep. Der erste Baum war auf jeden Fall schon mal sehr gut. So, bei hoher TP physische Attacke. Bei niedriger TP physische Abwehr. Schaden Subspirit. Bei niedriger TP Heilung. Oh, das ist nicht schlecht. Regeneriert bei Erleiden von großen Schaden MP. Ja, kann man machen. Das ist nämlich gut kombinierbar mit dem hier dann. So, perfekt. Eigentlich eine richtig gute Waffe, muss man sagen. Ne? Kann man eigentlich nicht viel falsch machen mit der Waffe. 400 mehr TP. Und der Rest ist wirklich gering. Also ganz ehrlich, diese paar Dinger, die ich da wegkriege. Und die sieht auf jeden Fall gut aus. Wie schießt sie sich? Nett. Nett, nett, nett. Okay. Gehen wir mal höher. Was deutet alles hier drauf hin? Hier ist alles rot. Es muss hier sein. So, was haben wir neu dazu bekommen? Maximale Wut. Wandelt alle vollgeladene ATB-Einheiten in einen vernichtenden Kugelhagel um. Schön alle Kugeln schlucken. Nett. Und das heißt, wenn wir ihm Vision geben, dann geht er ja richtig ab, ne? Weiter, weiter, weiter! Erstmal verschnaufen. Moment, das, was haben wir denn hier? Vita, Engel, Glück, provozieren. Nehmen wir das hier raus und geben ihm Vision. In Kombination könnte das Gericht lustig werden. Diese Einrichtung ist ebenso unheimlich wie abstoßend. Kriege ich hier irgendwelche Infos über ihn vielleicht? Da ist eine Katze drauf. See the world through her eyes. Naja gut, das geht um meine Kamera. Oh, vielleicht die Musik. Vielleicht ist die Musik ein Hinweis. Main Team of Final Fantasy 7. Na gut. Vielleicht nicht. Megatränke gratis. Ja gut, gratis nicht, aber billiger. Und wir haben so viele Phoenix-Feder verbraucht. Wir brauchen wieder welche.
Okay, gehen wir weiter. Scheint gleich irgendwie Bossfight-mäßig abzugehen, ne? War ich kurz ausruhen? Ich glaube schon. Glaube ich war ausruhen. Ich glaube, das Brüllen war einfach nur ein Hinweis auf ihn. Dass er hier war. Und wir ihn nicht gesehen haben. Er ist okay. Wirklich? Dieser Junge hat er mir einen Schrecken eingejagt. Ein Glück. Danke. Los, raus hier. Ja, wo ist Cloud? Hier. Vielleicht treffen wir mit Cloud auf ihn. Weil wir haben eigentlich alles außer eine kleine Mini-Ecke am Anfang durchforstet. Gutes Training. Was ist das? Barrett! Das ist das Brüllen wieder. Oh oh. Oh, er ist es nicht. Was ist das? Schade, ich hätte mich gefreut. Das ist die neue Generation der Hunde. Wo kommt die denn her? Muss ein Experiment von Shinra sein. Ha! Shinras Eigentum zertrümmere ich doppelt so gerne. Alter, was ist denn hier los, ey? Wir sind ja so viele! Wir sind nicht wirklich schwach. Mit 3 ATB könnte es was werden. Vor allem, ich stehe hier nur und mach mein Ding. Ist schon krass, ja. Da geht noch was. Na gut. Vielleicht werden sie später nochmal stärker. 1000 Schuss und kein Schuss daneben. Noch mehr? Da kommt wieder das Fußvolk. Schaffen wir das? Verdammt, nicht getroffen. Na klar, was denkst du? Aber vielleicht greifen sie jetzt eher an. Bisher waren sie ja nur passiv dabei. Au, au. What the fuck? Ich leg los. Ich glaube, mit Tiefer geht's auch eigentlich ganz fix. So, auf Hochtouren, komm schon. Das sitzt. Ja. Naja, gut. Dafür bewegen sie sich, glaube ich, ein bisschen zu sehr. Bleib doch stehen. Okay, wir wechseln auf Barrett. Wurde schon angedeutet. Schade. Ich hatte die Hoffnung. Weil Heidegger wurde ja schon erwähnt und alles. Sag mal, kannst du aufhören zu spucken? So bist der Spucknerd. Du willst also meine maximale Wut spüren, ja? Komm, ich will da nicht extra hochgehen, ja? Da geht noch was. Das wird mir langsam zu lästig. Es kommen immer mehr. Wir müssen den Lüftungsschacht versiegeln. Geh du! Okay, gib mir Deckung. Okay, den Lüftungsschacht versiegeln. Au, lass doch den Scheiß. Ich seh dich. Wir müssen den Lüftungsschacht versiegeln. Oh. Tiefer!
Oh, der ist groß. Der auch. Okay, jetzt! Nein! Oh, das wollte ich nicht machen. Na gut. Jetzt aber auf Hochtouren. Anonymer. Du sollst sie nicht angreifen. Der Kleine hier, der reicht raus. Tiefer, Vorsicht! Wie soll ich das denn versiegeln? Oder ist das jetzt versiegelt? Das war knapp. Was kann ich denn mit dir machen? Zusatzangriff. So, maximale Wut. Machen wir mal auf die. Auf den Anonymen kommen. Okay, ich wechsle wieder. War lustig. Kommst du wieder zu mir? Okay, ach, Barrett kann gar nichts machen, ne? Dann machen wir, Auf Hochturm müsste eigentlich ganz gut funktionieren, ne? Jetzt schon bin ich wieder unten. Alles klar, dann erledigen wir den Rest von ihnen. Ist er gerade hochgesprungen? Ja, ist er. Alles klar, ich lauf mal eine Runde, ja. Dreh mir den Spieß auf. Warte, ich beschwöre gleich was, ja? Ich brauche nur einen kleinen Moment. Wieso geht das nicht? Ich brauche bestimmt eine ATB. Hatten wir ja, glaube ich, schon mal. So. Bist du bereit? So, dann hilf mir mal kurz, die kleinen Viecher loszuwerden. Den großen, um den kann ich mich selber kümmern. Er hat mein Chocobo absorbiert? Na gut, ich muss erstmal ein Gebet machen. Ich bin an deiner Seite. Es geht weiter. So, jetzt sind wir erstmal wieder auf voll geheilt. Au. Hör auf damit! Na, Schwächeanfall? Tentakel zerstört. Jetzt! Bist wohl doch nicht so ein harter Bursche, was? Limit, Salto, gegen Herz. Ich gebe alles! Barrett, Esper-Fähigkeit, Schockpotenzial groß. Herz. Wie schmeckt dir das? Immer vorsichtig bleiben! Jetzt kommt die Stabile! Dreitausend Schaden, Junge! Okay, die anderen sind umgekippt. Giftgeschoss. Machst du es nochmal? Nein, okay. Es geht weiter! Maximale Wut. Wenn ich die Tentakel zerstöre, öffnet sich sein Herz. Okay.
Arschlöcher nicht wie ein Sieb. Oh, shit. Ah, gut, das habe ich erwartet. So ein Bastard! Auf die Zwölf! So, Magie. Engel. Tiefer. Hey, alles okay? Ich mache weiter. Perfekter Zeitpunkt. Barrett, mach mal einen Schockschuss. Tifa macht ein Gebet. Nicht aufgeben. Zack. Ha. Auf die Fall. Wie schmeckt dir das? Stromerzeugung. Wir müssen den Anführer erledigen. Konzentrieren wir uns wieder auf den Dicken. Oh, Barrett. Du solltest echt mal ein bisschen Vitra machen. Nein, ich bin ausgewichen! Junge! Okay, machen wir ein bisschen Vitra. Für Tifa. Das war ungünstig. Stromerzeugung. Das ist nicht gut. Okay. Machen wir ein bisschen Vitra. Für mich. Aufgeben ist für Verlierer. Er bereitet was vor. Schon wieder auf dicke Hose machen. Oh. Nach dem Schuss schlägt unsere Stunde. Okay. Machen wir mal maximale Wut. Machen wir mal gegen ihn. Schuss und kein Schuss daneben. Oh, okay, gerade noch geblockt. Jetzt kriegst du nämlich richtig HP. Zack! Ja, da guckst du, wa? Da guckst du, wa? Oh. Mithril-Clown. Du ja. Los geht's. Erst rumtrödeln und dann den Anführer spielen, hä? Na! Na also! Woher wusstest du, wo wir sind? Bin dem Geräusch der Schüsse gefolgt. Und deinem Gebrüll. Unverkennbar. Oh. Hm? Na gut. Dann wollen wir da mal durch. Nein, warte. Tifa? Mithril-Clown. Platziere eine magische Sphäre vor Tifa, die bei Kontakt Schaden verursacht. Okay, Magiefäuste. Komm auch noch. Also kriegt sie jetzt immer noch Waffen. Klaut hat es in Ewigkeiten keine mehr bekommen. Und Tifa hat so viele. Ey. Das sind ja Menschen. Das ist die dunkle Seite von Shinra. Cloud?
Das wird doch jetzt nicht so früh aufgedeckt, oder? Mann, was sollte das? Bringen wir ihn in Sicherheit. Alles andere kann warten. Ja, hast recht. Ja, Cloud, das war ein Hinweis auf dich. Wir haben es jetzt noch nicht aufgedeckt. Cloud? Hast du gut gemacht.